Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Die Nacht der Nächte in den USA, zumindest was die kleine Schwester der Oscars angeht. Genau, die Golden Globes wurden und ich glaube immer noch verliehen. Ja. Es wird fleißig verliehen. Es wird weiterhin es läuft noch seit 2 Uhr deutscher Zeit und läuft noch munter. Genau, wir schauen uns mal ein paar Bilder an, die dazu natürlich schon gepostet wurden, unter anderem von Diane. Glitzerfummel war heute nicht angesagt. Nee, Glitzer schon, aber da muss es schwarz glitzern. Ja. Heidi Klum hat zum Beispiel sowas angehabt. Zeigen wir nachher auch nochmal. Die hat auch einen Schwarze. Nee, aber ein sehr schönes Kleid hatte die an. Okay. Wirklich. Oh, jetzt habe ich schon ich muss direkt Arbeitsauftrag. Besorgt uns diese Bilder, aber haben wir gleich. Ist Kleid vor allem. Du kannst jetzt noch ein paar Schauspielerinnen nennen. Wir besorgen dir alles, was du willst. Top. Fotos. Mhm. Okay, ja? Peter besorgt sich was und Claudia unsere Bekundung. Ich besorge euch und Ihnen jetzt die Tagesschau mit einem Zack. Thorsten Schröder. So. Guten Morgen nach Hamburg. Guten Morgen. Sag mal. Guten Morgen. Das Hochwasser hat an Rhein und Mosel am Wochenende viele Menschen beschäftigt. Betroffen sind und in einen dieser Orte wollen wir jetzt mal gehen. Das ist der Ort Kasselberg im Norden von Köln. Dort ist man seit gestern quasi vom Land abgeschnitten. Es ist eine Art Insel entstanden und dort ist jetzt unsere Reporterin Gudrun Engel. Schönen guten Morgen dorthin, Gudrun. In diesem Jahr ein bisschen läuft es ja noch, eher die Black Globes muss man vielleicht draus machen. Ja. Denn schwarze Kleidung ist eigentlich das, was einem sofort ins Auge fällt. Ne? Ganz genau. Die Sexismusdebatte MeToo schlägt sich auch auf dem roten Teppich nieder. Genau, das Ganze heißt dann da aber Time's Up. Und wie das Ganze aussah und natürlich auch die Gewinner, das haben wir jetzt für Sie. Wir müssen eigentlich über andere Wetterphänomene sprechen. Ja, wir gehen mal nach Australien.